Berufsunfähigkeitsversicherungen werden gerne mit irgendwelchen Basisrenten oder Rürup-Renten gekoppelt und dir dann als krasses Steuersparmodell verkauft. Das heißt, dass du hier in der Ansparphase irgendwie ganz viele Steuern sparen kannst. Was hier meist aber vergessen wird, ist das Thema, wie sieht es eigentlich aus mit der steuerlichen Behandlung, wenn deine Berufsunfähigkeitsrente später mal ausgezahlt wird. Denn hier liegt meiner Meinung nach dann der Hund begraben. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten und Weisen, wie du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kannst. Und je nachdem, wie du die abgeschlossen hast, wird sich auch die steuerliche Bewandtnis hier dann auswirken. Was meiner Meinung nach hier dann wirklich Sinn macht und was du eben nicht machen solltest, all das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute wirklich wichtiges Thema. Es geht um die Besteuerung von Berufsunfähigkeitsversicherungen. Das ist meiner Meinung nach ein Thema, über das sich jeder im Vorfeld informieren soll, damit später mal wirklich zu keinen bösen Überraschungen kommt. Es sieht so aus, dass am 01.01.2005 mit dem neuen Alterseinkünftegesetz hier eine neue Regelung in Kraft getreten ist, die auch die Besteuerung von Berufsunfähigkeitsversicherungen betrifft. Und zwar werden seitdem Berufsunfähigkeitsrenten als sogenannte sonstige Einkünfte besteuert. Dazu wird das Ganze in drei Schichten bemessen. Also wer damals im Sozialkundeunterricht aufgepasst hat, weiß vielleicht noch, dass es früher mal ein sogenanntes Drei-Säulen-Modell gab für die Altersvorsorge. Das Ganze wurde dann umgewandelt in ein Drei-Schichten-Modell. Dieses Drei-Schichten-Modell blende ich euch jetzt kurz mal ein. Du hast einmal in der untersten Schicht die sogenannte Basisversorgung. Dann kommt in der zweiten Schicht die sogenannte Zusatzversorgung und dann in der dritten Schicht alle privaten Kapitalanlageprodukte und alles zusammen macht quasi die Gesamtversorgung aus. Und jetzt ist es eben so, je nachdem, wie du deine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast, liegt die dann in der einen oder anderen Schicht. Das heißt, die kann in der ersten Schicht liegen, in der zweiten oder in der dritten. Und je nachdem, wo die drinnen liegt, ändert sich dann hier die Besteuerung. Das heißt, einmal, wie kannst du die steuerlich absetzen während der Laufzeit und wie wird die steuerlich behandelt, wenn sie mal ausgezahlt wird. Und diese einzelnen Schichten schauen wir uns jetzt mal im Detail an. In der ersten Schicht der sogenannten Basisversorgung, wie der Name schon sagt, finden sich dann eben die ganzen Berufsunfähigkeitsversicherungen, die mit einer Basisrente oder einer Rürup-Rente gekoppelt sind. Das heißt, hier hast du dann den Vorteil, dass du während der Laufzeit die Beiträge teilweise von der Steuer absetzen kannst. 2017 sind das schon 84%, die du jetzt hier von der Steuer absetzen kannst. Das läuft, es erhöht sich jedes Jahr um 2% bis 2020. Dort sind es dann 100%, die du von diesen Beiträgen steuerlich geltend machen kannst. Allerdings hat eben diese Medaille auch eine Kehrseite. Und zwar musst du quasi nicht im gleichen Maße, aber das steigt eben auch mit an, diese Rente, wenn sie mal ausgezahlt wird, auch versteuern. Und 2017 musst du die schon zu 74% versteuern. Das steigt eben an bis zum Jahr 2040 auf volle 100%. Das heißt, da unterliegt diese Berufsunfähigkeitsrente voll der Steuer und wird dann mit deinem persönlichen Steuersatz versteuert. Und das Thema ist jetzt einfach folgendes. Genau diese Variante macht wirklich in den wenigsten Fällen Sinn. Es ist so, dass nur dann, wenn du wirklich, also wenn bei dir die Steuerersparnis in so einem großen Stellenwert hat, dass sich das dann für dich tatsächlich lohnt, dann kann das Sinn machen. Es ist aber tatsächlich in den wenigsten Fällen der Fall. Und deshalb ist diese Kombination Basisrente, Rürup-Rente aufgrund der steuerlichen Behandlung bei der Auszahlung halt wenig sinnvoll. Wenn du das nämlich so machst, dann musst du dir bewusst sein, dass du das später dann halt mal, je nachdem wann du halt die Berufsunfähigkeitsrente vielleicht ausgezahlt bekommst, die zu 100% versteuert werden muss. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Rente abgeschlossen hast von 2.000 €, dass hier ordentlich nochmal was von Steuern weggehen wird. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du die heute abschließt, musst du eigentlich schon vorausdenken und eine höhere Rente ansetzen, weil du ja weißt,
Hier wird später nochmal was von der Steuer aufgefressen werden. Dann wird das nämlich schön kalkuliert und ausgerechnet und dir abgezogen. Schauen wir uns mal die zweite Schicht an, die Zusatzversorgung. Was fällt hier mit rein? Also hier fallen Berufsunfähigkeitsversicherungen mit rein, die du zusammen quasi mit deinem Arbeitgeber abgeschlossen hast über eine Entgeltumwandlung. Das heißt, diese Beiträge wandern direkt von deinem Bruttoeinkommen in diese Versicherung. Vorteil, ganz klar, du sparst hier Sozialversicherungsbeiträge und auch Steuern, weil es ja direkt von deinem Bruttoeinkommen weggeht und du unterm Strich von deinem Netto gesehen, was hier dann fehlen wird, du eigentlich relativ wenig zahlen wirst für diese Berufsunfähigkeitsversicherung. Warum? Das für viele so im ersten Moment halt auch relativ attraktiv klingt. Problem, und das ist tatsächlich ein Problem, weshalb ich absolut abraten würde, davon eine Berufsunfähigkeitsversicherung auf diesem Wege abzuschließen, ist das Thema auch wieder, wie sieht es später mal aus, wenn diese Rente ausgezahlt wird? Und zwar, wenn die später mal ausgezahlt wird, unterliegt die auch Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen, wenn du gesetzlich krankenversichert bist. Die musst du darauf zahlen. Plus Steuern in voller Höhe. Also, das heißt, durch diese Kombi dann nochmal, was dann später dann nochmal weggeht von deiner Berufsunfähigkeitsversicherung, ist das für mich ein Modell, das ist einfach nicht sinnvoll, es bringt dir keinen Wert, auch wenn du im ersten Moment vielleicht die niedrigen Beiträge siehst durch diese Entgeltumwandlung, dass von deinem Brutto bezahlt wird. Das macht später mal, und darauf kommt es ja an, es kommt ja eigentlich immer darauf an, bei jeder Versicherung, auf den Moment, wenn dann die Leistung gezahlt wird und wie diese Leistung dann ausschaut. So, und wenn dann hier Steuern und Sozialversicherungsbeiträge wieder hier einen großen Teil auffressen, dann hat sich das für dich nicht gelohnt. Wenn du diesen Weg trotzdem aus irgendwelchen Gründen gehen willst und möchtest, denk dran, lass das mit einfließen, dass du hier weißt, okay, später mal 100% versteuern plus Krankenversicherung, Pflegeversicherung, wenn du gesetzlich krankenversichert bist, gehen hier auch noch weg. Das heißt, das musst du mit ankalkulieren und dadurch sollte sich dann eben auch entsprechend die Höhe deiner abgesicherten Rente bestimmen. So funktioniert das Ganze in der zweiten Schicht. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch die dritte Schicht an, die privaten Kapitalanlageprodukte. Das heißt, wenn deine Berufsunfähigkeitsversicherung in dieser Schicht drin ist, dann hast du eine reine Risikoberufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, ohne irgendwelchen Schnickschnack, ohne irgendwelche Kombinationen mit irgendwelchen Rentenversicherungen. Wie schaut das Ganze steuerlich hier aus? Also, während du Beiträge zahlst, könntest du diese in der Theorie in der Steuer ansetzen. Warum nur in der Theorie? Weil du in der Praxis meist diesen Betrag, diesen Maximalbetrag, den du hier als Sonderausgaben ansetzen kannst von 1.900 Euro, schon ausgeschöpft hast, indem du deine Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung ansetzt. Nur in den aller wenigsten Fällen ist hier noch Luft, wo du dann tatsächlich deine Beiträge für die Berufsunfähigkeitsversicherung hier noch ansetzen könntest bei der Steuer. Das heißt, wenn dir jemand sagt, hey, du kannst deine Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung bei der Steuer ansetzen, dann stimmt das eben nur bedingt, beziehungsweise wird nur in den allerwenigsten Fällen tatsächlich auch der Fall sein. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Wichtig ist nämlich folgender Punkt. Wenn es dann später mal zu Auszahlen kommt von genau diesen Berufsunfähigkeitsrenten. Hier schaut es nämlich wie folgt aus. Diese Berufsunfähigkeitsrenten werden als sogenannte abgekürzte Leibrenten behandelt. Das bedeutet, diese werden nur mit dem sogenannten Ertragsanteil besteuert. Wie das Ganze jetzt genau ausschaut, rechne ich euch jetzt einfach mal an einem kleinen Beispiel vor, damit ihr euch das auch besser vorstellen könnt. Und diesen Ertragsanteil, der dann tatsächlich versteuert werden muss, den kann man anhand einer Tabelle herausfinden. Und zwar würde das wie folgt laufen. Man schaut, okay, wie alt ist derjenige in dem Moment, als er das erste Mal oder in dem Moment, wo er berufsunfähig wird. Und dann wird geguckt, wie lange hat er diese Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, bis zu welchem Alter. Und quasi diese Länge der Laufzeit wird dann eben hergenommen und gesagt, okay, aha, der könnte jetzt theoretisch diese Berufsunfähigkeitsrente so und so lange bekommen. Und dann wird diese Zahl hergenommen und anhand dieser Zahl wird dann der Ertragsanteil herausgefunden. Konkretes Beispiel, damit ihr euch das wie gesagt besser vorstellen könnt. Wir haben einen 37-Jährigen, der berufsunfähig wird. Der hat, wie es eben sein sollte im Moment, seine Berufsunfähigkeitsrente bis zum 67. Lebensjahr
abgeschlossen, denn da ist der Renteneintritt, das macht einfach Sinn, das lückenlos abzuschließen. Das heißt, von 37 bis 67 sind 30 Jahre mögliche Dauer, für die er diese Berufsunfähigkeitsrente gezahlt bekommt. Jetzt gehen wir in die Tabelle und gucken, okay, die 30 Jahre würden bedeuten jetzt in diesem Fall genau auch 30%, die hier versteuert werden müssten von seiner Rente. Jetzt gehen wir davon aus, er hat 2000 Euro pro Monat an Rente versichert, davon müsste er jetzt eben 30% versteuern. Das wären in diesem Fall also nur 600 Euro, die er zu versteuern hätte. Jetzt ist es aber so, und das dürfen wir nicht vergessen, du hast ja auch noch den Grundfreibetrag, der quasi jedes Jahr steuerfrei ist. Der liegt 2017 bei 8.822 Euro. Jetzt teilen wir den durch 12, dann kommen wir auf 735,16 Euro Freibetrag pro Monat. Und jetzt merkt ihr schon, dieser Freibetrag ist höher als das, was er hier tatsächlich versteuern müsste von seiner Rente. Das heißt de facto, diese Rente würde komplett steuerfrei ausgezahlt werden. Und das ist eben der wichtige Punkt. Also darauf kommt es meiner Meinung nach eben auch an, dass du hier darauf achtest, dass dann später mal eben nicht noch irgendeine Steuerlast oder was dazukommt, deine Rente mindert und du dann eigentlich im Endeffekt der Dumme bist und weniger Rente bekommst, als du eigentlich damals gedacht hattest. Und nach diesem Modell ist es tatsächlich auch so, je später du mal berufsunfähig wirst, desto geringer ist eben auch der Ertragsanteil, der hier versteuert werden muss. Ja, und genau so funktioniert das Thema Besteuerung bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Einmal während der Laufzeit und einmal, was ja noch wichtiger ist, meiner Meinung nach, später mal, wenn das Ganze ausgezahlt wird. Ich hoffe, du weißt jetzt genau, wie du da den Fokus legen musst, was für dich hier eben am meisten Sinn macht und du vielleicht das ein oder andere Modell, was dir vielleicht irgendwann mal vorgelegt wird, vielleicht mal hinterfragen solltest und aufgrund vielleicht auch dieses Videos jetzt weißt, dass es vielleicht für dich nicht die optimale Form einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Auch wenn ich weiß, dass eben diese Modelle sehr, sehr gerne eben auch verkauft werden. Weil es sich im ersten Moment irgendwie gut anhört. Aber wenn man halt ein bisschen weiter bohrt, ein bisschen nachforscht, längerfristig denkt, dann ist das auf einmal alles nicht mehr so rosig. Du hast jetzt das Wissen, du kannst das jetzt anwenden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass doch dem Ganzen hier noch einen Daumen hoch da, das würde mich freuen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du einfach auch noch ein Abo dalassen. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, wie immer, unten in die Kommentare schreiben oder ganz einfach auch direkt per E-Mail an mich, bastian@versicherungenkopf.de. Das war's gewesen für das Video. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, servus und mach's gut.